Herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Predigtserie Die Krise und das Kreuz. Wir wollen ja gemeinsam durch den Galaterbrief uns studieren. Wir haben festgestellt, dass der Galaterbrief eine besondere Funktion in der Reformation gehabt hat. Im Galaterbrief ruft Paulus die Gläubigen in Galatien zur Reformation auf. Sie waren, nachdem sie die Wahrheit durch Paulus selbst gehört hatten, zu einem anderen Evangelium abgedriftet. Und Paulus, und das haben wir in den ersten beiden Kapiteln, in den ersten vier Predigten studiert, hat ihnen anhand seiner eigenen Erfahrung gezeigt, was es bedeutet, eine Reformation des Denkens und des Glaubens und des Seins zu erleben. Er hat auch gezeigt, wie die Kirche selbst mit einem falschen Evangelium konfrontiert worden ist und wie im Apostelkonzil eine klare, richtige Entscheidung gefällt worden ist. Wie dann aber selbst die führenden Apostel immer wieder auch ins Wanken geraten sind. Und das Beispiel von Petrus in Antiochia haben wir uns ja das letzte Mal angeschaut. Jetzt in Galater 3 beginnt der Paulus, die Galater direkt anzusprechen. Jetzt geht es ans Eingemachte, jetzt spricht er sie direkt an. Und wir wollen direkt hineintauchen in diese wertvollen Gedanken, die der Paulus hier voller Verzweiflung fast um seine lieben Gläubigen uns mitteilt. Gedanken, die das Potenzial haben, auch in unserer Zeit, in unserer Generation eine echte Erweckung und Reformation zu erzeugen. Unser Thema heute wird sein, aus Glauben leben. Und bevor wir mit dem Thema beginnen, möchten wir zu einem Gebet niederknien. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns heute die Gelegenheit gibst, dein Evangelium zu verstehen, vielleicht ganz neu zu verstehen und in unserem Herzen eine echte Reformation zu erleben. Sprich du durch dein Wort. Mach deine Verheißung wahr, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass egal wo wir sind, egal wo wir stehen, dein Evangelium heute Kraft für uns bereithält. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Im Namen Jesu, unseres Heilandes. Amen. Schlagt mit mir Galater Kapitel 3 auf. Galater Kapitel 3 und dort Vers 1. Paulus spricht jetzt die Galater direkt an. Es war ja schon eine Katastrophe, dass so viele verschiedene Gläubigen durch die Irrlehrer in Bedrängnis gebracht worden waren, aber dass seine eigenen Galater, die er selbst zu Christus geführt hatte, dass die jetzt anfangen würden, ein anderes Evangelium zu glauben, dass die sich jetzt vom Kreuz distanzieren würden, dass die plötzlich glaubten, dass die Beschneidung wichtig wäre und nicht der Glaube an Jesus, dass die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk halt entscheidend sei und nicht das Kreuz Jesu, das hat ihnen wirklich den Schlaf geraubt, das hat ihnen im Herzen wehgetan. Und so schreibt er voller Pathos und voller Leidenschaft. In Vers 1, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Paulus ist hier nicht unhöflich. Dieses Wort unverständig hat Jesus selbst gebraucht. Als er mit seinen Jüngern auf dem Weg war, zweiter Jünger, auf dem Weg nach Emmaus, in die berühmte Geschichte in Lukas 24, Vers 27. Und diese beiden Jünger sich dort beschweren und sagen, warum ist das alles geschehen und warum weißt du nichts davon? Und darüber sprechen, dass die vermeintliche Hoffnung, die sie hatten, sich nicht erfüllt hat. Die wahre Hoffnung, die sie hatten, sich vermeintlich nicht erfüllt hat. Da sagte Jesus zu ihnen in Lukas 24 und dort Vers 25, interessante Worte. Er sagte in Lukas 24 und dort Vers 25 und er sprach zu ihnen, O ihr
Unverständigen. Wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Jesus verwendet das Wort unverständig, um Menschen zu beschreiben, die eigentlich an Gott glauben, aber deren Herz doch so träge ist, dass sie nicht alles glauben, was die Propheten, das heißt das Wort Gottes über Gottes Charakter und Gottes Wesen sagt. Etwas, das wir durch die ganze Bibel hindurch finden. Schon Mose nennt das Volk Israel in dem berühmten Lied des Mose, 5. Mose 32, unverständlich. Sie hatten Gottes Wirken erlebt, sie hatten Gottes Weisheit gesehen, sie hatten die Wunder miterlebt und sind doch immer wieder zurückgefallen. Das Problem der Galater war nicht, dass sie etwas nicht wussten, sondern dass sie etwas wussten und trotzdem sich davon abwandten. Das ist das Problem, das immer Reformation nötig macht. Die Kirche Luthers hatte auch einmal die Wahrheit gekannt und musste dann reformiert werden, weil sie unverständigerweise sich vom wahren Evangelium entfernt hatte. Die Gemeinde kurz vor 1888 hatte die Wahrheit ja schon gekannt und sich doch innerlich etwas von Jesus entfernt und brauchte Erweckung und Reformation. Könnte es sein, dass auch wir, die wir so viel wissen, so viel erkannt haben, zu oft ein unverständiges Herz haben und das wieder vergessen, was uns eigentlich schon klar war? Und so stellt Paulus diese herzaufwühlende Frage, wer hat euch verzaubert, als ob es nicht mit rechten Dingen zuging. Er kann sich nicht vorstellen, wie Menschen, die Christus kennengelernt haben, wieder zurückfallen in den alten Trott. Er hatte ja schon in Galater 1, Vers 6, seine Verwunderung zum Ausdruck gebracht, als er gesagt hat, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, durch die Gnade des Christus zu einem anderen Evangelium. Paulus war erstaunt. Wie können Menschen das Evangelium annehmen und dann so schnell wieder verlassen? Ist dir das auch schon gefallen? Ist dir das auch schon passiert, lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester? Dass du das Evangelium fest in den Händen hieltst, dass du Jesus in deinem Herzen hattest. Und dann war er plötzlich wieder weg. Dann waren plötzlich andere Dinge wichtiger. Der Stolz und das, was man selbst tun kann und die eigenen Ideen. Paulus stellt die Frage, wer hat euch verzaubert? Und für den Fall, dass wir denken, dass das vielleicht nur die Galater betraf, sehen wir in Matthäus 24, dass Jesus uns warnt, dass in der Endzeit selbst die Auserwählten die Zielscheibe höchster Verführung werden. Matthäus 24 und dort Vers 24, das heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn es möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Da wird es Menschen in der Endzeit geben, die kannten das Evangelium, die haben Christus vor Augen gehabt und sie werden sich verzaubern lassen. Unverständlich. Zurückfallen von der Wahrheit, die sie schon verstanden hatten. Beim Evangelium geht es nicht nur darum, Menschen, die nie etwas von Gott gehört haben, zum Glauben zu bringen. Es geht auch darum, beim Glauben zu bleiben, beziehungsweise wenn man zurückgefallen ist, wieder zurückzukehren. Das ist doch der Grundsinn aller Reformation. Was war das Problem der Galater? Paulus sagt deutlich in Vers 1, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Übrigens war das wohl auch das Problem von Petrus in Antiochia gewesen, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben. Denn dort hatten wir gesehen, in Galater 2, Vers 14, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums. Das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, die uns gefallen kann und die wir vielleicht aus Empathie und Sympathie und Begeisterung annehmen, sondern das Evangelium präsentiert uns Wahrheit.
So zeigt uns Römer 10, Vers 16, dass wer an das Evangelium glaubt, dem Evangelium auch gehorsam sein wird. So sagt es Paulus im Brief an die Römer, dort Kapitel 10, Vers 16, da heißt es, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht her, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Das Evangelium beinhaltet immer auch Gehorsam. Heute gibt es viele Christen, die behaupten, dass es im Galaterbrief darum gehen würde, dass man ja nicht zu gesetzlich sei und dass der Gehorsam weniger wichtig sei als der Glaube. Aber das Problem der Galater war ja gerade, dass sie nicht mehr geglaubt haben und nicht mehr gehorsam waren. Der mangelnde Glaube an Christus, der mangelnde Glaube an das Kreuz, das Vertrauen auf das, was man selbst tun kann, das Vertrauen auf menschliche Tradition, führte zu Ungehorsam. So war es ja auch bei Paulus gewesen, der gegen Christus gekämpft hatte, der sich auf seine eigene Tradition, seine eigene Weisheit, seine eigene Kraft berufen hatte und der dadurch ungehorsam wurde dem Gesetz Gottes gegenüber. Glaube und Gehorsam sind keine Gegensätze, auch wenn viele wohlmeinende Christen das so konstruiert haben. Und wer dem Evangelium nicht gehorsam ist, kann nicht gerettet werden. So sagt es Paulus im 2. Thessalonicher, Kapitel 1, Vers 8. Und deswegen war es ihm wichtig, den wahren Glauben an Christus und sein Kreuz, der so unverzichtbar ist für unser Heil, den Menschen klar und deutlich zu machen. Er sagt hier in Vers 1, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Im Griechischen heißt es eigentlich vor eure eigenen Augen. So mit anderen Worten, als wollte er sagen, ich weiß, ich war dabei, ihr habt es selbst gesehen. Und dieses Wort malen meint nicht einfach blumiges Ausschmücken von Fakten, so vielleicht wie ein Künstler so ein Gemälde malt. Nein, das griechische Wort meint eigentlich, dass ein Schild aufgestellt wird, eine Instruktion, die man deutlich lesen kann, ein Schild mit lebenswichtigen Informationen, die einem vor Augen stehen. Und man weiß die Wahrheit, man kennt sie, man muss sie nicht lange suchen, verborgen, irgendwo erforschen. Sie steht einem klar vor Augen. Die Galater hatten einen guten Bibellehrer. Sie hatten Paulus, der von sich selbst sagen konnte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Alles, was er sagte, alles, was er tat, alles, was er aus dem Alten Testament erklärte, kam immer mit einer Wahrheit zusammen, war immer getränkt von dem Bewusstsein, Jesus ist für mich gestorben, das Kreuz ist meine Rettung. Und die Galater haben das mehr als deutlich gesehen und sich trotzdem abwenden lassen, trotzdem verzaubern lassen von Menschen, die kamen und sagten, ach, der Paulus mit seinen Sonderregeln und Sonderlehren, von diesem Jesus Christus reden die allermeisten nicht. Die betonen nicht so sehr Daniel 9 und die Prophetie und dieses Kreuz. Die betonen die alten Traditionen, die schon seit Jahrhunderten immer gepredigt worden sind, das Gesetz Mose. Und wenn ihr euch beschneiden lasst, wenn ihr eintretet in die Kirche der Pharisäer oder der Sadduzäer oder der, wie auch immer sie heißen, dann werdet ihr gerettet werden, andersfalls nicht. Könnte es sein, dass wir heute auch in der Gefahr stehen, das Kreuz und all die lebenswichtigen, gegenwärtigen Wahrheiten, die mit dem Kreuz zusammenhängen, die an die Prophetie gebunden sind, aufzugeben für Lehren, die auf Tradition basieren, die danach suchen, dass wir Anerkennung bei den anderen finden, bei anderen Kirchen und dadurch die Kraft des Evangeliums verlieren. Paulus stellt mit einer rhetorischen Frage die Galater auf die Probe. Er sagt in Vers 2, das allein will ich von euch erfahren. Er könnte viele theologische Argumente bringen und hin und her, aber er fasst das in einer Frage brillant zusammen. Er stellt die Frage, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Ihr Galater habt doch gemerkt, was es bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Kam das, weil ihr euch angestrengt habt, um Regeln zu befolgen, oder kam das, weil ihr an Jesus geglaubt habt? Wodurch kam der Heilige Geist in dein Leben, lieber Freund, liebe Freundin? Stell dir auch durch diese Frage, wann war der Heilige Geist am stärksten in deinem Leben? Als du stolz deinen eigenen Weg gegangen bist, als du versucht hast, anderen Menschen zu gefallen, als du auf Tradition gebaut hast? Oder kam der Heilige Geist in dein Leben, als du deine eigene Verlorenheit erkannt hast
und mit Paulus gesagt hast, ich bin mit Christus gekreuzigt. Er ist allein mein Heiland. Der Heilige Geist, so sagt uns der Paulus im Epheser Kapitel 1, Vers 13 und 14, ist ein Siegel, ein Unterpfand für das ewige Leben. Mit anderen Worten, wer den Heiligen Geist empfängt und hat, darf wissen, dass er ewiges Leben hat. Es sei denn, er vertreibt den Heiligen Geist wieder. Aber wer den Heiligen Geist hat, muss nicht noch nach anderen Bedingungen, nach anderen Konditionen Ausschau halten. Aber die Galater glaubten, dass das Erfülltsein vom Heiligen Geist nicht ausreicht. Dass sie anerkannt sein müssen bei den Juden und ihren verschiedenen Sekten und Kirchen. Sie glaubten, dass es darauf ankommt, selbst etwas zu tun, sich besteigen zu lassen, Werke zu tun, unabhängig von Jesus, um bei Gott angenommen zu sein. Und so stellt Paulus seine Frage erneut, Vers 3, seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Normalerweise ist ja die Frage von Fleisch und Geist umgekehrt. Menschen sind im Fleisch und sollen durch das Wirken Gottes in ein geistliches Leben versetzt werden. Aber Paulus zeigt uns hier die ganz reale Möglichkeit, dass jemand im Geist lebt und dann plötzlich fleischlich weiterlebt und das Wirken des Geistes vertreibt. Ist dir das auch schon passiert, lieber Freund, liebe Freundin? Lieber Bruder, liebe Schwester, ist dir das schon passiert, dass du im Geist gelebt hast und plötzlich dich im Fleisch wiedergefunden hast? Glauben wir wirklich, dass wir mit unserem eigenen sündigen Fleisch das vollenden können, was Gott mit seinem Geist in uns begonnen hat? Schauen wir in Philipper 1 und dort Vers 16. Verzeihung, Philipper 1, Vers 6, dort heißt es, weil ich davon überzeugt bin, wieder ist es Paulus, der hier spricht, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Jesus ist nicht nur der Anfänger unseres Glaubens, er ist auch der Vollender unseres Glaubens. Es reicht nicht, dass wir einmal getauft worden sind, einmal zu Jesus gekommen sind, einmal unsere Sünden bekannt haben, dann dieses Gefühl der Reinigung erlebt haben, dieses Bewusstsein bei Gott angenommen zu sein, genossen haben und dann plötzlich im Fleisch weiterleben. Das reicht nicht. Das führt in die Irre. Und vielleicht brauchen wir echte Reformation auch in unserem persönlichen Leben, in unseren Reihen, in unserer Gemeinde. Wir können im Fleisch nicht das vollenden, was Gott durch den Glauben begonnen hat. Darf Jesus das Werk, das er in dir angefangen hat, auch bis ans Ende führen? Willst du ihn nicht nur einmal hereinlassen, sondern willst du ihn auch in deinem Herzen lassen? Das ist die Frage, um die es hier geht. Und Vers 4 wird dann wirklich sehr ernst und ernüchternd. Paulus sagt, so viel habt ihr umsonst erlitten. Wenn es wirklich umsonst ist, was er meint ist, wenn wir den Geist zurücktreiben und wieder aus dem Fleisch leben, dann sind all die Erfahrungen, die wir mit Gott gemacht haben, all die Segnungen, ja, alle Sündenvergebungen, die wir erlebt haben, umsonst gewesen. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass wenn jemand von seiner Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit sich kehrt, wird er leben. An all seine Ungerechtigkeit wird nicht gedacht werden, aber die Bibel sagt auch das Gegenteil. So ganz deutlich in Hesekiel 18 und dort Vers 24. Hesekiel 18 und dort Vers 24, dort heißt es, wenn dagegen der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Unrecht tut und nach allen Gräueln handelt, die der Gottlose verübt hat, sollte er leben. Es gibt kein einmal gerettet, immer gerettet in der Bibel. Der Paulus im Galaterbrief und hier der Hesekiel sagen das ganz deutlich, man kann etwas umsonst für Gott erlitten haben. Die erste Generation der Israeliten, die haben Gottes Wirken gesehen, wie kaum andere Menschen jemals davor und danach. Und für viele von ihnen war es umsonst, dass sie gesehen haben, wie das Heer des Pharao im Roten Meer ertränkt worden ist. Es war umsonst, dass sie gesehen haben, wie sie trockenen Fußes durch das Schilfmeer durchgegangen sind. Es war umsonst, dass sie die Plagen erlebt haben und wie die Plagen sie nicht betroffen haben. Es war umsonst, dass sie Manna gegessen haben, Gottes Stimme am Sinai gehört haben.
Sie haben all das, was Gott im Geist in ihnen angefangen hat, im Fleisch vollenden wollen. Es war umsonst. Wäre es nicht tragisch, irgendeinmal zu realisieren, dass all das, was Gott in unserem Leben Wunderbares getan hat, umsonst gewesen ist, weil wir ihn nicht haben wirken lassen, weil wir unbedingt unseren eigenen Weg gehen wollten. Paulus wollte, dass das nicht die Erfahrung der Galater ist. Und ich glaube, er wollte auch, dass das nicht die Erfahrung von irgendeinem Gläubigen ist. Ellen White sagt übrigens, die Wahrheit Gottes ist unendlich und fähig, maßlos zu expandieren. Und je mehr wir sie bedenken, desto mehr wird ihre Herrlichkeit uns aufgehen. Die Wahrheit ist uns eröffnet worden und trotzdem sind die Worte des Paulus an die Galater anwendbar auf uns. Und dann zitiert sie Galater 3, Vers 1 bis 4. Wir stecken mitten in dem Schlamassel der Galater. Wir haben so viel erkannt über das Evangelium. Es ist uns so deutlich vor Augen gemalt worden, wie wahrscheinlich keiner anderen Kirche, keiner anderen Generation, keinem anderen Zeitalter zuvor. Soll all das umsonst gewesen sein? Paulus bittet uns, dass es nicht umsonst ist. Galater 3, Vers 5, fasst er noch einmal all das zusammen, was er bis dahin entwickelt hat. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Paulus erinnert sie daran, dass Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat und damit eine Kraft in das Leben der Gläubigen. Sie konnten Sünde überwinden. Sie haben die Kraft des Evangeliums erlebt. Und er fragt sie, kam das, weil ihr aus eigenen Stücken gerecht sein wolltet, weil ihr Satzungen beachtet habt ohne Jesus? Oder kam das, weil ihr an Jesus geglaubt habt, der euch verkündigt worden ist? Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester, erinnere dich an die Zeit, als das Evangelium am kraftvollsten in deinem Leben gewirkt hat. Kam das durch deine eigenen Anstrengungen oder kam das, weil du mit ganzem Herzen an Jesus geglaubt hast? Und weil die Galater unbedingt beschnitten werden wollten, weil sie dieser Irrlehre aufsaßen, dass man unbedingt ein Jude sein muss, um gerettet zu werden, dass Christus nicht so wichtig ist, weil Christus ja nur ein Nebenthema ist, so eine Sonderlehre der Nazarener. Weil sie unbedingt glaubten, dass nur bei den Juden, bei den ethnischen Juden das Heil zu finden ist, weil die das erwählte Volk Gottes sind, geht Paulus jetzt genau auf diese Frage ein. Und er trifft sie, wie Paulus das so genial beherrschte, auf ihrem eigenen Grund. Er benutzt ihr eigenes Denken. Denn wer war der Stammvater aller Juden? Wer war der Erste in der Linie der heiligen Patriarchen, die dann das Volk Israel gegründet haben? War das nicht Abraham, von dem jeder Jude ganz ehrerbietig sagte, das ist unser Vater? Paulus nimmt jetzt Abraham als ein Beispiel für den wahren Glauben und zeigt, was Abrahams Glaube wirklich ausgemacht hat. In Vers 6 heißt es, gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde. Das ist natürlich ein direkter Bezug auf die berühmte Geschichte in 1. Mose 15. Paulus hat öfter diese Geschichte zitiert oder als Referenz angenommen. Abraham war schon seit längerem in Kanaan gewesen. Und er hatte sich nichts sehnlicher gewünscht als Nachkommen. Und Gott hatte ihm bereits mehrfach verheißen, dass er Nachkommen haben würde, zahlreiche Nachkommen, und dass die das Land besitzen würden. Aber bis zu dem Zeitpunkt waren keine Nachkommen zu sehen. Und eines Nachts hat Gott ihn in einem Traum bevor er ihm den Traum gab, hat er ihn hinausgeführt aus dem Zelt und ihn an dem Himmel die Sterne gezeigt. Und ihm offenbart, dass so viele Sterne, wie er zählen könnte, so soll auch seine Nachkommenschaft sein. Und dann steht dieser bemerkenswerte Satz in 1. Mose 15, Vers 6.
Und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. An anderer Stelle in Römer 4 macht Paulus sogar den Punkt noch deutlicher und sagt, war denn Abraham beschnitten, als er geglaubt hat? Und die Antwort ist simpel, nein, er war nicht beschnitten. Er wurde erst in Kapitel 17 beschnitten. Aber schon hier im unbeschnittenen Zustand hatte Abraham Glauben. Und durch den Glauben, nicht durch seine Beschneidung, nicht durch einen äußeren Gehorsam, den er erst einmal tat, um Gott wohlzugefallen, nein, sondern durch den Glauben wurde er gerecht. In Jakobus 2 und dort Vers 23 stehen diese wundervollen Worte. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du ein Freund Gottes sein? Abraham war ein Freund Gottes, nicht weil er so toll war, sondern weil er Gott glaubte. Und dann macht Paulus die logische Schlussfolgerung daraus. Wenn Abraham gerecht wurde, nicht durch Beschneidung und nicht durch Regeln und nicht durch Gesetze, so wichtig sie alle sein gewesen sind, sondern durch den Glauben, dann ist das Fundament der alttestamentlichen Religion, dann ist das Fundament, auf dem die Religion Abrahams basiert, eben nicht eine äußerliche Zeremonie, nicht eine Zugehörigkeit zu einem Clan, sondern Glaube. Glaube war das Fundament aller Religion, die wahrhaftig ist. Im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament. Und so sagt er dann in Vers 7, so erkennt auch, begreift doch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Mit anderen Worten, ihr wollt Abrahams Kinder sein, indem ihr euch beschneiden lasst, indem ihr euch einer bestimmten jüdischen Sekte anschließt. Aber dadurch werdet ihr nicht Abrahams Kinder. Jesus hat selbst den Juden gesagt, die behaupteten, dass sie Abrahams Kinder wären, er hat gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Johannes 8, Vers 39, diese Gelegenheit sagt Jesus, wer wirklich ein Kind Abrahams ist. Johannes 8, Vers 39, sie antworteten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr Abrahams Werke tun. Abrahams Werke waren Werke des Glaubens. Aus Glauben ging er in ein fremdes Land. Aus Glauben hat er dann seinen Sohn bekommen. Aus Glauben hat er den Sohn geopfert und so weiter und so fort. Ja, Abrahams Glaube hat sich gezeigt in Werken. Ja, hat sich gezeigt im Gehorsam. Aber es war ein Gehorsam aus Glauben. Ein Gehorsam basierend auf der Verheißung auf Christus. Kein Gehorsam aus eigenen Stücken, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Die Idee Israels war von Anfang an eine geistliche. Und vielleicht ist uns dieses Denken gar nicht so fremd, was die Juden hier hatten, als sie meinten, wir können unsere geistliche Vorfahrenschaft zurückverfolgen, viele Generationen, bis auf Abraham. Vielleicht gibt es heute auch unter uns diejenigen, die sagen, ich bin Adventist in der zweiten, dritten, vierten Generation, ich war schon immer Adventist, ich bin in die Adventgemeinde geboren, das müsste doch passen. Ich halte, was gehalten werden muss, ich weiß, was gewusst werden muss, ich tue nichts gegen die Gebote und deswegen müsste ich doch eigentlich in den Himmel kommen, oder? Man ist genauso wenig ein Adventist durch Abstammung, wie man ein Jude durch Abstammung ist. Nur wenn du den Glauben eines Adventisten hast und die Werke eines Adventisten tust, bist du auch ein Adventist. So wie nur derjenige, der den Glauben Abrahams hatte und die Werke Abrahams tat, durch den Glauben ein Kind Abrahams ist. Aber die gute Nachricht ist, der Glaube reicht. Wer an Jesus glaubt, gehört zum auserwählten Volk, gehört zu Israel. Paulus argumentiert weiter mit dem Alten Testament, auf das die Galater sich ja scheinbar berufen haben. Vers 8, Galater 3, Vers 8. Da es nun die Schrift voraus sei, eine interessante Formulierung. Die damaligen Rabbis hatten diese theologische Formulierung, die Schrift
hat es gesehen? Was hat die Schrift gesehen? War eine Frage, die oft den Respekt vor der Bibel ausdrückte und auch hier also zeigt, mit welchem Respekt Paulus die Bibel behandelt. Er sagt, da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden, also zum Beispiel auch die Galater, aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also Paulus Argument ist ganz simpel. Er sagt, ihr wollt das Evangelium verlassen, um Kinder Abrahams zu werden. Seid ihr so unverständlich? Abraham hat genau das Evangelium gehört und geglaubt, was ich euch predige. Denn es gibt nur ein Evangelium, das wahre Evangelium, das ewige Evangelium, das auch in Offenbarung 14 beschrieben wird. Er zitiert an dieser Stelle 1. Mose 12, Vers 3. Das ist ganz am Anfang der Abraham-Geschichte. Als Abraham aus Babylon herausgerufen worden ist, übrigens das ist auch ein Kennzeichen des Glaubens Abrahams, nämlich wenn Gott ruft aus Babylon heraus, dann folgte er aus Glauben, ohne zu wissen, wohin er kommt. Das wahre Evangelium wird auch aus Babylon herausrufen, das nur so nebenbei. 1. Mose 12 und dort Vers 2 und 3, wo Gott zu ihm sagt, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Die Juden bezogen sich mehr auf den ersten Teil des Verses, dass Gott sie segnen würde und dass er ihren Namen groß machen würde, aber sie vergaßen den Schluss, wo es heißt, dass sie selbst ein Segen für andere sein sollten. Und dann kommt der entscheidende Punkt, auf den Paulus sich jetzt einschießt, Vers 3, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir, das heißt in dem, was du tust, in deinem Glauben, sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Der Glaube des Abrahams sollte ein Segen sein, nicht nur für seine Nachkommen, sondern für alle Geschlechter der Erde. Das Evangelium, das ewige Evangelium sollte an alle Nationen, Völker, Stämme und Sprachen, wie in Offenbarung 14 gehen. Und Paulus sagt, schaut mal, wenn ich zu euch komme und euch das ewige Evangelium predige, tue ich nichts anderes, als was Abraham erlebt hat. Nichts anderes. Und wenn der Glaube Abrahams alle Nationen segnet, warum wollt ihr eure Nation ändern? Warum wollt ihr Juden werden, wenn ihr als Galater durch den Glauben Abrahams gesegnet werden könnt? Wenn man den Gedanken weiterdenkt, ist das ganz interessant. Denn offensichtlich, indem er sagt, die Schrift hat vorausgesehen, nennt er diese Verheißung, die Gott dem Abraham gibt, eine Prophezeiung. Gott hat vorhergesehen, dass durch den Glauben, den Abraham hat, der sich auf Christus basierte, dass dieser Glaube alle Nationen rechtfertigen würde. Das heißt, als die Galater Christus angenommen haben, als sie das Evangelium, das wahre Evangelium von Paulus verstanden, waren sie eine buchstäbliche Erfüllung der Prophetie. Und jetzt, als sie auf diese Irrlehrer hörten, die mit vermeintlichen Bibeltexten eine vermeintliche neue Wahrheit predigten und sie deswegen den Glauben an Christus aufgeben wollten, weil das irgendwie nicht mehr opportun zu sein schien, weil sie lieber jetzt mit den anderen jüdischen Kirchen eins werden wollten, da verloren sie ihre prophetische Identität. Dann waren sie nicht mehr die Erfüllung dieser Prophezeiung. Eine Warnung, ihr Lieben. Wer das wahre Evangelium verlässt, um bei Menschen anerkannt zu sein, wer das wahre, simple Evangelium verlässt für abstruse menschliche Theorien, und wir haben ja einiges in den letzten Predigten schon angedeutet, der verliert seine prophetische Identität. Und das ist das Letzte, was wir für unsere Gemeinde wollen und für unser persönliches Leben. Und so fasst Paulus in Galater 3, Vers 9 das Gesagte noch einmal prägnant zusammen, als er sagt, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Abraham hat geglaubt und wenn wir denselben Glauben haben wie Abraham, werden wir auch denselben Segen erlangen wie Abraham. Ganz egal, ob unsere Gene jetzt auf Abraham zurückgehen oder auf irgendeinen anderen. Das ist für Gott nicht entscheidend.
Für ihn ist entscheidend, ob wir so glauben, wie Abraham geglaubt hat. Vers 10. Paulus entwickelt den Gedanken jetzt noch einen Schritt weiter. Die jüdischen Lehrer, diese Pseudo-Lehrer, die jetzt durch die heidnischen Gegenden zogen und das Werk des Paulus wieder unterminierten und kaputt machen wollten, die hatten viel zu sagen von dem Gesetz, weil das Volk Israel ja besonders war, weil Gott persönlich zu ihnen gesprochen hatte, ihnen die 10 Gebote schriftlich gegeben hatte, die ja vorher schon bekannt waren, aber die Israeliten hatten jetzt die 10 Gebote schriftlich und sie hatten eine ganze Sammlung von Gesetzen, von Opfervorschriften, von Heiligtumsdienstsatzungen, von verschiedenen Rechtsbestimmungen und diese Rechtsbestimmung, diese Tora, dieses Gesetz machte die Juden besonders. Die anderen Heiden hatten das ja nicht und deswegen, so argumentierten die Juden, muss man ein Jude sein und dieses Gesetz halten, ansonsten kann man nicht gerettet werden. Und von diesem Christus, so war die Argumentation, von diesem Jesus von Nazareth, da steht im Gesetz ja nichts so genaues, das ist unsichtig, das ist nebensächlich. Und so spricht Paulus jetzt in den kommenden Versen über dieses Gesetz. Vers 10. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind. Und es ist wichtig, den Kontext hier zu beachten. Es geht nicht um Menschen, die das Gesetz halten. Denn auch Abraham hat das Gesetz Gottes gehalten, wie Gott selbst sagt, in 1. Mose 18. Sondern es geht um Menschen, die eben nicht mehr das wahre Evangelium folgen wollen. Paulus spricht hier von Menschen, die eben den Glauben als Grundlage nicht mehr anerkennen, die ein anderes Evangelium predigen, die von diesem einfachen, simplen Evangelium Gottes abwenden, um ein Evangelium zu haben, das mehr nach dem eigenen Fleisch ist, wo man durch die eigene Leistung, durch das, was man getan hat, durch Gesetzeswerke Gott gegenübertritt und sagt, schau mal, was ich gemacht habe, schau mal, was ich getan habe, schau mal, wie toll ich bin, du musst mir ewiges Leben geben. Und zu denen sagt er, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Und wieder zitiert er das Alte Testament. Er sagt, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Das ist 5. Mose 27, schauen wir da kurz hin. 5. Mose 27 und dort Vers 26. Das ist ziemlich am Ende von 5. Mose. Wo dann gleich auch der Segen und Fluch nochmal zusammengefasst werden und wo Mose dann alles zusammenfasst, was Gott ihm offenbart hat, diese ganzen Rechtsbestimmungen nochmal Revue passieren lässt und dann auch dem Volk deutlich macht, dass sie, wenn sie das Land Kanaan einnehmen, dass sie dort auf dem Berg Ebal und Gerizim diesen Segen und Fluch verkündigen sollen. Und dann heißt es hier tatsächlich in Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Das ganze Volk soll sagen Amen. Das heißt, die Idee ist sehr simpel, das Gesetz, man ist nicht verflucht dadurch, dass man das Gesetz halten will. Denn das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Man ist verflucht, wenn man das Gesetz nicht hält. Das ist der Fluch. Das Gesetz selbst ist wunderbar. Aber wer es nicht hält, ist verflucht. Und Paulus sagt jetzt etwas wirklich Bemerkenswertes. Er sagt, wenn ihr versuchen wollt, ohne Jesus, aus eigener Kraft das Gesetz zu halten, seid ihr verflucht. Nicht, weil ihr es halten wollt, sondern weil ihr es nicht halten könnt. Nicht die Intention, das Gesetz zu halten, ist verfluchend, sondern die Tatsache, dass man es nie schafft. Hast du schon mal versucht, ein besserer Mensch zu sein? Hast du schon mal versucht, Gott zu zeigen, dass du es schaffst? Hast du schon mal versucht, Gott zu demonstrieren, dass du nicht so schlecht bist? Dann wirst du mit Sicherheit auf die Nase gefallen sein. Mit Sicherheit gegen die Wand gekracht sein und festgestellt haben, es funktioniert nicht. Wer versucht, aus eigener Kraft das Gesetz zu halten, ist verflucht. Er kommt über den Fluch, der auf ihm als Sünder liegt, nicht hinaus. Und Paulus wusste das aus eigener Erfahrung. Er war ja Pharisäer von Pharisäer. Er war seinen Altersgenossen noch überlegen in seinem Eifer für die Tradition, so haben wir es ja gelesen, in Galater 1. Und doch hat er nie Segen erlebt.
Er war immer unter dem Fluch, egal wie sehr er sich angestrengt hat, egal wie viel er studiert hatte, egal wie sehr er Gottes beweisen wollte, er stand unter dem Fluch. Das hat einen einfachen Grund. In Römer 8, Vers 7 offenbart Paulus, dass das auch gar nicht anders sein kann. Römer 8 und dort Vers 7, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gottes, denn es unterwirft dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Wer versucht, aus seinem Fleisch heraus, ohne den Geist, ohne Jesus, nur auf dem Vertrauen auf das, was er weiß und er kann und er bewerkstelligen kann, wer damit versucht, Gott zu gefallen, versucht etwas Unmögliches. Es ist nicht machbar. Ellen White kommentiert, derjenige, der versucht, den Himmel zu erreichen durch seine eigenen Werke, versucht, indem er das Gesetz hält, versucht etwas Unmögliches. Der Mensch kann nicht ohne Gehorsam gerettet werden, aber seine Werke sollten nicht seine eigenen sein. Christus sollte in ihm das Wollen und das Tun vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Wenn ein Mensch sich selbst retten könnte durch seine eigenen Werke, hätte er etwas in sich selbst, über das er sich freuen könnte. Diese Bemühung eines Menschen, in seiner eigenen Kraft Erlösung zu erwirken, sind repräsentiert durch das Opfer des Kain. Verfluchte gehen übrigens ins ewige Feuer, so sagt es Jesus in Matthäus 25. Das ist kein nebensächliches Thema. Vielleicht denkst du, ich bin ein halbwegs guter Christ, ein relativ vernünftiger Adventist. Das wird schon klappen mit dem Himmel. Lieber Freund, liebe Freundin, die Verfluchten gehen ins ewige Feuer. Und wer ohne Christus, ohne den Heiligen Geist versucht, ein besserer Mensch zu sein, der hat vielleicht eine gute Intention, er wird aber scheitern, weil er es nicht kann. Und hier waren in Galatien, da waren jetzt Gläubigen, die hatten schon das Heilmittel zum ewigen Leben, Jesus Christus, und sind zurückgegangen. Zurückgegangen und haben versucht, durch eigene Kraft, durch eigene Mittel Erlösung zu erwirken. So ähnlich wie die Kirche zur Zeit von Martin Luther, die mal in der Urchristenheit das Evangelium klar verstanden hatte, aber mittlerweile so weit abgefallen war, dass man meinte, durch Geldbezahlung und durch auf Knien eine Treppe rutschen und durch ja irgendwelche immer fast schon gedankenlos wiederholte Gebete irgendetwas bei Gott bewirken zu können. Damals hatte die Kirche dringend Reformation nötig. Haben wir sie nicht auch nötig heute? Galater 3 und dort Vers 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Und dann zitiert Paulus seinen Kronzeugen aller Bibelverse. Den Vers, den er an den drei wichtigsten Stellen, in drei seiner wichtigsten Briefe zitiert. Im Römerbrief, im Galaterbrief und im Hebräerbrief. Ein Text, der kurz ist, eine Zeile nur. Aber diese wenigen Worte haben eine gewaltige Schlagkraft entfaltet in der gesamten Kirchengeschichte. Ein Zitat von dem sonst relativ obskuren kleinen Propheten Habakuk, der angesichts der Bedrohung durch die Babylonier Gott um Hilfe gebeten hat und dem Gott eine Vision gegeben hat, die Habakuk aufschreiben sollte, sodass jeder sie lesen kann, dass sie einem vor Augen steht, sozusagen. Und dann in Habakuk 2, Vers 4 kommen diese Worte, die Paulus als Begründung für die Definition des Evangeliums in Römer 1, Vers 16 und 17 beschreibt, die er dann benutzt, um dann das große Glaubenskapitel in Hebräer 11 einzuleiten, in den letzten Versen von Hebräer 10. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Martin Luther war 1511 in Rom. Und er hat all die Kirchen abgeklappert, hat versucht, überall die Messen zu lesen und die verschiedenen Ablässe zu erhalten. Er ist in Katakomben gewesen. Er sagt an einer Stelle, er hat es bedauert, dass seine Eltern noch lebendig waren, denn er hätte gern durch seine fleißigen, frommen Gebete sie aus dem Fegefeuer erlöst. Er war tief drinne in diesem Leistungsdenken als frommer Heiliger. Und als er dann eines Tages auf den Treppen der sogenannten Heiligen Stiege für seinen Opa Heine
auf den Knien emporrutschte und bei jeder Treppe, auf der angeblich Jesus von Pontius Pilatus herabgeführt worden war und die dann auf wundersame Weise aus Jerusalem nach Rom gekommen sei, auf dieser Treppe hinaufkroch und dabei Ausschau hielt nach den wenigen Blutstropfen, die angeblich von Jesus stammen sollten. Da ist etwas in seinem Leben passiert, das ihn für immer verändert hat. Er kannte diesen Vers schon. Er hatte diesen Vers vor allem im Römerbrief schon gelesen. Der Gerechte wird aus Glauben leben, aber doch an diesem Tag war es, als wenn eine Donnerstimme, als würde der Heilige Geist zu ihm sprechen und ihn aufrütteln. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht durch das Rutschen auf einer Treppe, nicht durch das Bezahlen von Geld oder das schnelle Lesen einer Messe. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das hat ihn gepackt. Er ist aufgesprungen. Und von dem Zeitpunkt an war der Zweifel an dem Leistungsdenken der Kirche so tief, dass einige Jahre später die Reformation ausbrach. Luther hat eine Zeit lang gebraucht, das wirklich zu verarbeiten, dass es richtig durchsickert. Aber von diesem Tag an war sein Leben ein anderes. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Es war wie ein Licht in die Finsternis. Das Leben kommt durch den Glauben. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wahrer Glaube ist ein Fürwahrhalten des Wortes Gottes und ein Inanspruchnehmen dieses Wortes Gottes für das eigene Leben, sodass dieses Wort die Kraft entfalten kann, die darin ist. Denn wie der Paulus sagt, die Kraft und der Heilige Geist kommen durch den Glauben. Der Glaube ist nicht nur eine intellektuelle Zustimmung, sondern der Glaube bringt mit sich das Wirken des Heiligen Geistes. Er bringt mit sich Veränderung, Erweckung, Reformation. Da ist niemals Reformation in unserem Leben oder in unseren Gemeinden, wenn wir aus eigener Kraft versuchen, die Dinge besser zu machen. Die wahre Grundlage aller Erweckung und Reformation ist, dass wir auf dem Felsen Christus zerstellen und feststellen, ich kann nichts, aber auch gar nichts, überhaupt nichts alleine. Ich brauche Jesus. Noch einmal zitiert er das Gesetz, Vers 12, Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben. Interessante Aussage, die es zu verstehen gilt, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Hier zitiert er 3. Mose 18, Vers 5. 3. Mose 18 und dort Vers 5, dort steht tatsächlich, darum sollt ihr meine Satzung und meine Rechtsbestimmung halten, denn der Mensch, der sie tut, wird durch sie leben, ich bin der Herr. Nun, das ist auch absolut die Wahrheit. Paulus sagt nicht, dass 3. Mose falsch ist. Er sagt nicht, dass das Alte Testament weniger Wert hat als das Neue Testament. Tatsächlich argumentiert er die gesamte Zeit mit dem Alten Testament, denn Habakuk ist genauso alttestamentlich wie 3. Mose oder 5. Mose. Also was ist das Problem? Das Problem ist nicht das Gesetz, denn was dieser Text sagt, ist nichts weiter als, wer das Gesetz hält, lebt aufgrund seines Gehorsams. Und das ist absolut wahr. Adam hätte diesen Vers erfüllen können. Er hätte gehorsam sein können und wäre aufgrund seines Gehorsams am Leben geblieben. Er hätte aus dem Gesetz gelebt. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Gott hat überhaupt nichts gegen Gesetzlichkeit. Das Gesetz beschreibt ja seinen Charakter und sein Wesen und seine Vollkommenheit. Das Problem ist, dass aufgrund der Sünde wir aus eigener Kraft nicht gehorsam sein können. Und so viel wir es versuchen, unter dem Fluch bleiben. Und das Gesetz gibt uns den Maßstab. Aber der Glaube gibt uns das Trampolin, mit dem wir diesen Maßstab überspringen können. Das Gesetz kennt nur Leben durch Gehorsam. Nicht, weil das minderwertig wäre, sondern weil das eigentlich ja der Plan A ist. Die Engel im Himmel leben durch Gehorsam. Sie brauchen keine Gnade.
Aber auch die Engel im Himmel glauben. Und jeder Mensch braucht Glauben. Adam und die Engel brauchten einen Glauben, der sagt, wenn Gott das so sagt, ist das richtig und deswegen vertrauen wir ihm. Aber weil wir Sünder sind, brauchen wir einen noch erweiterten Glauben. Wir brauchen den Glauben an unseren Stellvertreter, der für uns gehorsam war und der für uns die Sünde auf sich genommen hat. Dass Jesus nicht gegen den Gehorsam und das Gesetz war, zeigt sich sehr schön in Matthäus 19. Matthäus 19 und dort ab Vers 16. Ein reicher Jüngling kommt zu Jesus. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn, guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Mit anderen Worten, ich will ewig leben. Was soll ich tun? Er aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut allein, also Gott allein. Und jetzt Achtung, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Diese Idee, dass durch den Gehorsam man lebt, ist nicht alttestamentlicher Ballast. Jesus sagt, halte die Gebote, so wirst du leben. Vers 18. Er sprach zu ihm, welche? Und Jesus macht das jetzt sehr deutlich, es geht um die 10 Gebote. Jesus versprach, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt Achtung, die Antwort des jungen Mannes offenbart das gesamte Problem, um das wir uns gerade in dieser Predigt kreisen. Vers 20, der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an, was fehlt mir noch? Hier ist ein Mann, der wirklich versucht, das Gesetz zu halten mit allem, was er hat, und er realisiert in seinem tiefen Innern, es reicht nicht. Weil er ein Sünder ist, weil er gesündigt hat und weil sein Gewissen ihm sagt, da gab es schon Ungehorsam, und egal wie viel Gehorsam du in der Zukunft haben wirst, es wird nicht reichen für ein vollkommenes Leben. Das ist unsere Situation. Und deswegen sagt der Paulus, wenn du ein komplett sündloses Leben lebst, von der Geburt bis zum Tod, das ist wunderbar, dann lebst du. Aber das hat ja keiner. Denn alle haben gesündigt. Und deswegen ist es egal, wie viel du jetzt versuchst, das Gesetz alleine zu halten, ohne Jesus, du bleibst unter dem Fluch, denn wer ist verflucht? Verflucht ist, wer das Gesetz nicht komplett hält. Und deswegen ist deine einzige Chance, Jesus. Deswegen sagt Jesus zu ihm, Vers 21, willst du vollkommen sein? Mit anderen Worten, willst du wirklich leben? Denn nur Vollkommenheit kann vor dem Gesetz bestehen. Dann vertraue nicht auf deine eigenen Werke. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Der Schlüssel zum ewigen Leben ist der Glaube an Jesus, denn nur durch den ist Gehorsam möglich. Alle, die die Geschichte genauer studieren, werden feststellen, Jesus hatte in seiner Aufzählung bewusst ein Gebot ausgelassen. Er hatte das 6., 7., 8., 9. und dann das 5. zitiert. Das 10. ausgelassen, weil an diesem Gebot ist der Jüngling immer gescheitert. Und vielleicht haben auch wir manche Gebote, die wir locker leicht halten, mit denen wir nie ein Problem hatten, aber es gibt irgendwo irgendetwas in unserem Leben, da kommen wir aus eigener Kraft nicht drüber, egal wie viel wir versucht haben, egal wie viel wir uns anstrengen, wie viel Resolutionen wir uns am Herzen uns vornehmen, wir kommen da nicht drüber und scheitern und scheitern und scheitern. Und Jesus sagt, wenn du es schaffen willst, gibt es nur ein Evangelium, komm und folge mir nach, identifiziere dich mit mir, denn ich identifiziere mich mit dir. Das ist das, was Jesus getan hat und was Paulus jetzt im Galaterbrief, in Galater 3, Vers 13, so wunderschön zeigt. Er sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Erinnert euch, wenn wir
versuchen aus eigener Kraft das Gesetz zu halten, bleiben wir unter dem Fluch, weil wir Sünder sind und wir können nicht aufhören, Sünder zu sein. Aber Jesus hat uns losgekauft von dem Fluch, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Paulus zitiert wieder das Alte Testament, diesmal 5. Mose 21. Nicht nur zeigt das Alte Testament, dass wir das Gebot Gottes halten müssen, es zeigt auch in Habakuk, dass wir allein durch den Glauben leben und es zeigt auch in vielen Symbolen und Andeutungen, dass einer kommen würde, der für uns sterben würde, der unsere Sünde auf sich nimmt, der sich mit unserer Sünde identifiziert. Und Paulus erinnert die Galater und sagt, wisst ihr nicht, dass der Einzige, der euch retten kann, derjenige ist, der sich mit euch identifiziert? Die Irrlehrer sind nicht für euch gestorben. Die Pharisäer und Sadduzäer in Jerusalem, die werden nicht für euch sterben. Die werden euch nur sagen, du musst noch besser werden, du musst das tun, du musst jenes tun. Und ihr werdet verzweifeln daran, weil es nicht klappt. Aber da ist einer, der ist euch entgegengekommen. Einer, der hat euren Platz eingenommen. Er hat sich mit euch identifiziert. Ihr, die ihr ein Fluch wart, er ist für euch zum Fluch geworden, damit ihr Gerechtigkeit sein könnt in ihm. Das ist übrigens der Grund, warum Paulus sagt, nicht nur hat Jesus sich mit mir identifiziert, ich will mich mit Jesus identifizieren, wie wir in der letzten Predigt gesehen haben. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2, Vers 20. 2. Korinther 5, Vers 21. Paulus sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Hier steht nicht, dass Jesus irgendwie sich ein Schild angeklebt hat und gesagt hat, naja, ich bin jetzt quasi der Stellvertreter. Er wurde zur Sünde gemacht. Er hat sich mit der Sünde existenziell verbunden, hat sie auf sich genommen, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er ist der einzige Weg, den wir haben. Und Paulus ruft die Galater auf. Lasst euch nicht irre machen von Leuten, die klug reden können und Verse durcheinander bringen. Lasst euch nicht irre machen. Schaut auf das klare, eindeutige, unmissverständliche Evangelium von dem einen, der euch retten kann, weil er eure Sünden auf sich genommen hat. Ist dir bewusst, lieber Freund, liebe Freundin, dass Jesus deine Sünden getragen hat? Dass er deinen Fluch getragen hat? Und wenn es dir bewusst ist, ist es nicht dann eine Herzensangelegenheit, bei ihm zu bleiben, ihn nicht zu verlassen, für keine weltliche Anerkennung, für keine menschliche Theorie, für keine Irrlehre, für nichts, nicht Jesus zu verlassen, nicht verzaubert zu werden von dem Unsinn dieser Welt. Und sei er noch so charmant formuliert und so überzeugend und mit der Mehrheit daherkommend, lasst uns bei Jesus bleiben. Abschließend Galater 3, Vers 14. Fasst Paulus zusammen, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Hier wird er sehr deutlich. Er sagt, dieser Segen, den Abraham verheißen worden ist, der hat sich erfüllt, als Jesus am Kreuz starb, als er am Holz für uns zum Fluch wurde. Da hat sich 1. Mose 12, Vers 3 erfüllt. Und jetzt rennen Leute aus dem Judentum hier herum, die auf Abraham stolz sind, aber die Erfüllung der Prophezeiung ablehnen. Das ist doch Unsinn, sagt Paulus. Seid ihr so unverständlich? Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Gott hat verheißen, schon im Alten Testament, dass der Heilige Geist nicht nur auf die Israeliten, sondern auf alle Heiden ausgegossen werden wird, wenn sie Christus im Glauben annehmen. Nur einige dieser wunderbaren Verheißungen jetzt zum Schluss. In Jesaja 44.
Und dort Vers 3 und 4, schau diese wunderbaren alttestamentlichen Verheißungen, wie sie sich dann im Leben des Paulus in der Mission bis heute erfüllen. Jesaja 44, Vers 3 und 4, denn ich werde Wasser auf das Durstige gießen und Ströme auf das Dürre. Ich werde meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge und sie sollen hervorsprossen zwischen dem Gras wie Weiden an der Wasserbächen. Lieber Freund, lieber Freundin, fühlst du dich dürre in deinem geistlichen Leben? Gott möchte dich erfrischen, er möchte dich erquicken, er möchte dich zurückbringen, er möchte dich reformieren, weg aus der Dürre der Fleischlichkeit zurück zu dem Wachstum im Geist. Hesekiel 36 und dort Vers 25, Hesekiel 36 und dort ab Vers 25. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Das ist derselbe Gott, der dann sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Vers 26, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Wenn wir im Glauben uns auf Jesus werfen, wenn wir unsere eigene Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit ihm eingestehen, dann kann er wirken, dann wird er uns erfüllen mit dem Heiligen Geist und dann schenkt er uns den Gehorsam, den wir nicht mehr erbringen können für die Vergangenheit und den wir ohne ihn auch nicht in der Zukunft erbringen können. Dann schenkt er uns diesen Gehorsam für die Vergangenheit, für die Gegenwart, für die Zukunft. Dann wird er in uns bewirken, dass wir gehorsam sein können, dass wir nicht mehr unter dem Fluch sind, weil er für uns den Fluch auf sich genommen hat. Letzte Verheißung. In Jesaja Kapitel 12 und dort Vers 10, was für ein dramatisch schöner Vers. Jesaja 12, Vers 10, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Schon im Alten Testament waren die Prophezeiungen so deutlich, dass wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann werden die Menschen Christus am Kreuz erkennen. Sie werden erkennen, was er für sie getan hat und sie werden weinen und klagen. Es wird ihr Herz zerbrechen. Und das hat Martin Luther zur Reformation gebracht. Das hat Jones und Wagner zur Reformation 1888 gebracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn das die Grundlage der Reformation in der Zeit von Paulus war, wenn das die Grundlage der Reformation in der Zeit von Luther war, wenn das die Grundlage in der Reformation von 1888 war, dann wird es die Grundlage aller Reformation in unserem Leben, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde sein. Christus gekreuzigt und ein Eingeständnis der eigenen Schuld, ein Eingeständnis der eigenen Unwürdigkeit, ein Geist des Gebetes und ein Geist der Gnade, ein Hinblicken auf den Gekreuzigten. Und dann heißt es so schön in Jesaja 13, Vers 1, an jenem Tag, wenn der Geist uns den Augen öffnet für Jesus am Kreuz, an jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Lieber Freund, liebe Freundin, da ist eine Quelle. Egal wie dreckig du bist, egal wie schmutzig, wie blutig, voller Sünde, Unreinheit und Schande, du kannst dich in diese Quelle tauchen. Sie macht dich rein, ganz rein. Du darfst aus Glauben leben. Wer von euch und auch alle, die das anschauen und dann betrachten, möchte sagen von ganzem Herzen, hier bin ich her, ich habe nichts zu bringen, außer ein sündiges Herz.
nimm du es. Tauche du es in die Quelle deiner Gnade. Gieße den Geist der Gnade und der Erkenntnis und der Buße über mich. Reinige du mich. Ich möchte dir vertrauen und aus dem Glauben leben. Ist das euer Wunsch? Dann wollen wir gemeinsam niederknien für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, von Herzen Dank sagen wir dir, wir danken dir von Herzen Dank, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass dein Wort uns so klar und deutlich zeigt, dass alle unsere Kraft und alle unsere Macht und alle unsere Weisheit nutzlos ist, wenn wir dich nicht haben. Und heute kommen wir erneut zu dir. Auch alle, die das jetzt später anschauen werden und im Herzen diese Entscheidung getroffen haben, aus dem Glauben zu leben, wir kommen hilflos, wie wir sind, werfen uns in deine Arme und danken dir, dass du alles für uns tust, wenn wir nur bereit sind, dich in unser Leben zu lassen. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du durch den Glauben, den wir an dich haben, deinen Heiligen Geist unser Leben senden wirst. Dass du uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, von aller Unreinheit. Wir danken dir, dass du uns Erweckung und Reformation schenkst und dass du unseren Blick auf das Kreuz lenken möchtest. Lass uns auch heute mit Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Hilf uns, dass Tag für Tag unser alter Mensch am Kreuz bleibt und wir im Glauben daran leben, dass du, Herr Jesus, für uns zum Fluch geworden bist und dass durch dich wir gesegnet werden nach der Verheißung, die du schon Abraham gegeben hast. Danke dafür, Herr Jesus, von ganzem Herzen. Amen.